Und damit mal wieder hallo und herzlich willkommen, ihr Freunde des gepflegten Klemmbausteinbaus. Ich habe momentan ein wenig Stress, deshalb gibt es in den nächsten paar Tagen etwas kleinere Sets. Aber ich denke, ich habe euch trotzdem einen ganz coolen kleinen Trip in die Vergangenheit mit diesem Set mitgebracht. Zumindest mir ging es so, ich bin mit dem ersten Cars-Film groß geworden und er hat mir als Kind auch sehr gefallen. Mit diesem Nachfolger hatte ich dann schon eher weniger zu tun. Aber auch in Cars 2 war einer der meiner Meinung nach sympathischsten Charaktere wieder mit dabei, und zwar Hook. Und der wurde 2011 in diesem Lego-Set hier verewigt, und zwar in der Lego 8201, logischerweise mit der Disney-Lizenz. In diesem kleinen Set gab es schon einige Prints, auch 2011, ja. Und wir haben hier die Teileliste, wo ihr auch mal die Prints seht. Ihr könnt euch das gerne mal anschauen, wir sehen das schon auf der Packung. Ansonsten ist auf der Packung nicht allzu viel Interessantes dabei. Deshalb würde ich sagen, packe ich das Ganze mal aus und wir schauen uns zusammen die Anleitung an. Denn ich habe dieses Set gebraucht gekauft. Neu verlangen jetzt Reseller mittlerweile um die 60 bis 100 Euro, was natürlich total übertrieben ist. Gebraucht bekommt man es schon ab 5 und ich denke, das ist der klar bessere Deal. In der Packung haben wir einmal die Teiletüte. Wie gesagt, es ist gebraucht, dementsprechend in so einem Zip-Beutel. Es sind nicht viele Teile, aber es ist wie gesagt auch ein kleines Set, was neu damals um die 7 Euro gekostet hat. Aber viel wichtiger ist natürlich für diese Review die Anleitung. Und die Anleitung ist aus einem etwas dünneren Papier, als wir das heutzutage gewohnt sind. Sie ist aber auch in so einer Heftform und relativ groß für so ein kleines Set. Sonst, wie von Lego gewohnt, logischerweise wird nichts ausgegraut, was schon gebaut wurde, sondern es wird alles weiterhin in Vollfarbe dargestellt. Wir haben so ein kleines Design im Hintergrund. Und insgesamt haben wir 26 Bauschritte auf 20 Seiten. Also ich für meinen Teil freue mich auf jeden Fall auf diesen Exkurs in die, ich sag mal, nähere Vergangenheit. Das Set ist ja schon 12 Jahre alt. Und ich fange dementsprechend jetzt an zu bauen. Und wir sehen uns gleich mit dem fertigen Hook wieder. Und damit ist sie auch schon fertig, die Lego 8201. Ein kleines, eher unspektakuläres Set, könnte man meinen. Aber dieses Set ist wirklich, wirklich gut und zeigt damit wieder, wie gut Lego auch eigentlich einmal war, wenn sie es wollen. Es ist natürlich winzig. Also im Vergleich jetzt nicht sehr viel größer als ein Hot Wheel zum Beispiel. Das ist logisch bei der Teileanzahl. Aber die Zähne sind geprintet, die Augen sind geprintet, die Seiten sind geprintet und sogar das Heck ist geprintet. Und die Druckqualität ist richtig, richtig gut. Also die Drucke sehen besser aus als manche Drucke heutzutage von Lego. Und dann hatte das Set aber auch schon um die 12 Jahre, um bespielt zu werden. Denn das ist ja, wie gesagt, ein gebrauchtes Set. Und genauso ist es auch mit der Steinequalität. Die Steine sehen sehr gut aus. Natürlich hat man mal an der einen Stelle ein wenig Staub oder ein kleines Kratzerchen vom Bespielen. Es ist ja logisch. Aber generell von der Farbe, von den Angusspunkten, sehen diese Steine besser aus als so manche heutigen Lego-Steine. Vom Baugefühl sind sie so, als hätte man sie gerade neu ausgepackt. Also das ist wirklich klasse. Und deshalb, ich kann es immer wieder nur wiederholen, kauft Lego gern gebraucht. Diese Steine werden nicht so schnell alt. Mir gefällt auf jeden Fall für die Größe des Sets wirklich das Design, wie sie es geschafft haben, Hook hier wirklich mit den wenigsten Teilen darzustellen. Ich finde es auch cool, dass solche Details drin sind, wie nur ein Scheinwerfer und dass er eben auch ein wenig lädiert an der einen oder anderen Stelle aussieht. Der einzige Kritikpunkt Richtung lädiert aussehen ist, dass er in der Serie natürlich noch viel lädierter aussieht. Aber das ist so eine kleine Gratwanderung, weil wenn man jetzt hier einen Print so macht, dass er lädiert aussieht, sieht er auch ganz schnell wieder minderwertig aus. Also ist das kein großer Kritikpunkt, nur wenn man jetzt dieses Fahrzeug mit dem Hook aus der Serie vergleicht, sieht er hier schon fast wie neu aus. Was ich ein wenig schade finde, ist, dass Lego schon damals auf Produktbildern getrickst hat. Denn wenn ihr euch dieses Bild hier anschaut, denkt man doch, dass dieses Teil hier vorn in einem Silberton ist. Aber das ist es halt leider überhaupt nicht. Solche Unterschiede können natürlich Zufall sein, aber ich glaube es eher nicht. An Funktion haben wir in diesem Set nichts Weltbewegendes, das ist ja völlig klar. Man kann damit fahren und damit eben wie mit einem Hot Wheel durch die Gegend flitzen. Und wir können hier hinten den Abschlepphaken nach oben und unten bewegen, haben aber kein Seil dran. Das reicht für die Preiskategorie 7 Euro für so ein kleines Spielset aber auch aus. Und damit gibt es an dem Set überhaupt nichts zu meckern, außer eben diese Farbunterschiede. Aber das ist eher eine Kritik am Marketing. Und ich hatte damit wirklich, wirklich viel Spaß. Das ist eines dieser kleinen Sets, die einen großen Spaßfaktor mitbringen.
Es zeigt auch wirklich seine Qualität, dass in so einem Set so viel geprintet ist. Die Konstruktion ist schön, der Bau ist natürlich super einfach und sehr schnell vorbei. Für mich gibt es hier dran nichts zu meckern und dementsprechend, zumindest für die gebrauchten Angebote, auf jeden Fall eine Kaufempfehlung. Für Reseller, die das Ganze jetzt neu für 60 Euro verkaufen, gibt es natürlich keine. Wenn ihr dieses Set selber besitzt, schreibt gerne mal eure Meinung dazu in die Kommentare und auch gerne, ob ihr mit der Cars-Reihe Kindheitserinnerungen habt. Ich weiß ja, dass meine Zuschauer auch in sehr verschiedenen Altersgruppen sind. Wenn euch dieses Video gefallen hat, könnt ihr auch wie immer gerne einen Daumen nach oben und ein Abo dalassen, um in Zukunft nichts mehr zu verpassen. Und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Haut rein, euer Weddybrick.